Willkommen bei Kfz-Fuzis, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir ein interessantes Thema. Wir haben einmal Kurbelgehäuseentlüftung. Machen wir heute. Warum es so wichtig ist, das zu ändern. Ne? Viel Spaß mit dem Video, euer Kfz-Fuzi. Ich erkläre euch das so simpel wie möglich jetzt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, in der Verbrennung haben wir einen gewissen Druck im Motor. Dieser Druck entweicht durch die Kolben runter in die Kurbelwelle. Das nennt man Blow-By-Gase. Diese Blow-By-Gase, die da entstehen, die müssen raus. Dann, in der Theorie, ist das gut gemacht. Hier gehen die Gase raus. Hier ist einmal ein Ölabschneider. Guckt euch das schon mal an. Ist ölig. Dahin kommen wir jetzt natürlich, weil wir haben auch bei diesen Blow-By-Gasen auch Anteil von Öl da. Das heißt, desto höher der Druck, desto höher ist der Ölanteil. Man sagt immer zwischen 1 und 3%. Ne? Ist der Ölanteil. Und das hier kann das nicht mehr filtern. In der Theorie funktioniert das super. Ne? Hier Öl wird abgefangen und dann das Öl geht hier wieder zurück. Hier geht er einmal in den Ansaugschlauch wieder, also Ansaugbrücke. Hier einmal nach oben zu dem Ventildeckel, was natürlich auch einen gewissen Druck raus. Das heißt, die Blow-By-Gase können auch hochgehen. Was passiert? Hier ist auch ein Druck mit Ölanteil und das Ganze geht wieder in den Ansaugschlauch. So haben wir ein geschlossenes System, aber mit sehr viel Öl. Und dieses Öl möchten wir ja nicht haben. Deswegen ändern wir das Ganze. Und ich erzähle euch jetzt, ja, hier kommen die Gase mit Öl. Das Öl ist ein Witz, dieser Ölabschneider. Der wird irgendwann richtig mit Öl vollgesaugt. Was passiert? Hier ist auch nochmal Öl. Und das Ganze kriegen wir einmal hier und hier einmal in die Ansaugung rein. Warum wollen wir das nicht in die Ansaugung haben? Ganz einfach erklärt. Weil ihr müsst euch vorstellen, 1% Ölanteil von diesen Blow-By-Gasen, ne, ist für unsere Verbrennung sehr schlecht, weil wir wollen ja maximal an Leistung haben und Öl kann man in der Regel nicht verbrennen. Diese Gase am besten irgendwo rauslassen. Es ist natürlich nicht legal, die irgendwo rauszulassen. Ich zeige euch, wie ich das mache und ihr könnt das selber entscheiden, wie ihr es macht, weil ich halte echt nichts davon, dass die Abgase, besser gesagt die Ölabgase, das heißt ja Blow-By-Gas, da könnte man auch Blow-By-Gas-Öl-Gemisch nennen, ne? Suck-By-Gas nennt man das auch, dass die hier nicht mehr reinkommen. Deswegen wollen wir das nicht haben. Deswegen bauen wir uns irgendwas und ich zeige euch jetzt, was ich baue, wie ich das Ganze hier umgehe. Ich werde hier jetzt einen Öl-Catch-Tank einbauen. Dieses Öl-Catch-Tank, wie wir den jetzt einbauen werden. Hier haben wir ja einmal die Kurbelwellen-Gehäuseentlüftung. Da kommt das drauf an das Originale hier vorne. Dann geht der direkt in den Öl-Catch-Tank rein. Dann von hier werden wir Folgendes machen. Der kommt von der Ventildeckellichtung an der Seite. Da werden wir das verlängern quasi. Ne? Und dann, ja, dann wird ihr sagen, okay, Yunus, wie geht das? Hier kommen die Abgase rein und hier kommen die Abgase rein. Wie entweicht das Ganze? Jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir könnten hier einmal aufdrehen. Hier das Ganze aufdrehen. Hier einen Schlauch, also einen Anschluss für den Schlauch machen. Schlauch dran machen und in den Luftfilter anschließen. Das wäre eine Option. So, dass er vom Luftfilter die Blow-By-Gase oder Suck-By-Gase wieder in die Ansaugung reinmacht. Und hier sammelt sich das ganze Öl ein. Das machen wir nicht so ganz. Wir werden Folgendes machen. Wir werden einen Luftfilter reinklatschen, so dass die Gase einfach entweichen. Das ist, ja, manche Leute sagen, der TÜV sieht das nicht so gerne. Manche sagen einfach, es ist nicht legal. Es ist nicht legal. Man darf das eigentlich nicht. Ja, natürlich könnte man das jetzt so umgehen, dass man hier einen Schlauch rein macht und den Luftfilter irgendwo an die Ecke dran macht. Und so haben wir Folgendes. Hier die ganzen Öle gehen hier hoch. Das ganze Öl sammelt sich hier voll. Ja, das wird dann, es ist glaube ich jetzt 300 Milliliter oder 400 Milliliter. Das Ganze sammelt sich hier ein und dann können wir das immer wieder wegschütten, das Öl. Ja. Und wenn er mal voll wird und ihr habt es vergessen, dann habt ihr nur einen, ja, öligen Luftfilter, würde ich sagen. Ja, da kann man ja auch immer gucken, wie viel
Öl man hat hier drin zum Beispiel. Ja, das ist so wie ein Messstab, damit man ungefähr mal weiß, wann das Ding voll ist. So, wie ich das Ganze einbaue. Hier ist die Entlüftung, das Originale, da. Der geht einmal hier durch, hier hoch und dann hier an der Ventildecke geht der hoch zum Öltank. Ja. Und hier das kleine Schlauch hier, der zur Ansaugbrücke geht, den einfach abschneiden, Schraube rein, befestigen, fertig. So habe ich das halt bei mir gemacht. Und das Gute dran, halt wenn das Ding hier voll wird, einfach rausholen, abschrauben, Öl raus, fertig. Das Ganze ist natürlich nicht so erlaubt. So, ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe, wie ich das Ganze gelöst habe. Es ist ganz simpel. Ich habe es so gelöst. Man kann es auch anders lösen. Ihr müsst das alle für euch selber entscheiden. Es ist nicht ganz legal. Im TÜV werdet ihr auf jeden Fall Probleme haben. Ansonsten beim TÜV kurz abbauen, wieder das Originale drauf. Das müsst ihr selber entscheiden, wie ihr es macht. Nur ich, für mich, hat die Kurbelwellenentlüftung nichts an der Ansaugung zu tun. Das ist für mich, das ist meine Meinung. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit dem Video helfen. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal, euer Kfz-Fuzzi. Und ja, genau, ich wollte noch zwei Leute grüßen. Einmal Olaf, dich grüße ich, Kollege. Du wolltest, dass ich dich grüße. Und Daniel, du wolltest unbedingt dieses Video haben. Jetzt hast du es, Bruder. Bis dann. Ciao.